Frage von Star Wars Dawn of Life. Ja, wir graben immer weiter übrigens für den Stream. Heute letzte Folge, Story of Season. Dann entweder Disney Greenlight Valley oder Pirate. Könnt ihr noch schreiben? Ja, wir suchen hier eine Mine, irgendwie verzweifelt nach einer goldenen Gabel oder irgendwas anderem, was Geld bringt. Bisher haben wir heute nur Schrott gefunden. Ja, da kommt der nächste Schrott. Yay! Es regnet halt immer noch. Ist in Ordnung, muss ich heute nämlich nicht mehr gießen. Eine alte Münze, wie geil. So, soll ich eh rausknusen? Nee, nicht wahr? Okay, jetzt werde ich rausgeschmissen. So, es ist schon so spät. Ja, wie die Zeit vergeht, wenn man sich gut amüsiert. In der Mine. Super, okay. Früher war es so, wenn man die Mine verlassen hat, dann war das Wetter auf einmal, hat es umgeschwenkt, dann war es auf einmal schön. So, dann wollen wir mal. Regnet ein bisschen. Ah, nur ein bisschen. Nicht stark. Von uns wieder geil. Nur, aber gar nicht mehr, wird schon frisch geschenkt. Okay, beste Stück. Und jetzt ist sie hier auf Feld rum. Den Quadro-Geld zu bewegen. Okay, dann schauen wir jetzt mal, ob Hannah heute Bock hat, jetzt ein Ei zu legen oder eher nicht so. Und dann sehen wir, wie schön das Tomaten oder so. Ich glaube, es sind 18 Nester. Wir wollen. Muss gleich wieder einschmelzen. Oh, ihr braucht Hühnchenfutter. Rat mal, was ich jetzt mal irgendwo gekauft habe. Hühnchenfutter. Ich wollte dann einmal verstanden. Es sollte nur ausgewachsen gewesen sein, obwohl. Zum Beispiel, ja. Das sind. Nicht bei. Bisschen bei. Steckrüben, den kann ich heute gleich die Aufträge erfüllen. Die Mina wollte ja was. Soll ich mit den neuen Steckrüben anpflanzen? Den Müller zurückhalten, die Müller jetzt gut gewesen ist. Jetzt muss da wahrscheinlich die Fingerchen besorgen. Okay, es fällt jetzt gerade auf zu regnen, aber das ist so schlimm, warum so fällt es gut gewesen ist. Okay, SS. So, das wird dann gleich die Biskuits haben. Schuss ein bisschen mit dem nächsten Tag. Okay, warte mal, ich habe glaube ich das Futter bekommen. Das Geld, was ich fürs Futter ausgegeben habe, das ist jetzt halt ungefähr das, was ich gestern eingenommen habe. Okay, mega gute Laune, nehme ich. Ich nur zwei Müll von dir. Extrem wenig. So. Dann mache ich schnell diese schnell eingelegte, was ich brauche. Und ja, die anderen drei Hunde nehme ich auch davor, jetzt kann ich verkaufen. Eine brauche ich so und eins brauche ich dann schnell eingelegte. Dann muss ich einmal zu Matthew und einmal zu Nina. Suppen. Erst noch Suppe, dann ist ein Salat, ein schönes Dann kochen wir mal schön. Ah, da bin ich glücklich. So, dann bringen wir mal erst Lina das erstmal, weil sie in die Woche ist und dann natürlich die Hygiene mal später mit vor. So, darauf kommen wir jetzt entgegen. Könnt ihr einfach eine Blume schenken, auch mal das auch was kriegt von uns. Ich glaube nämlich, dass wir Blumen.
absolut stabil, ja. Ich weiß schon, du bist ja Dorfkinder. Okay. Dann schauen wir mal zur Dominerin. Auftrag. Ich dachte gerade, es geht. Ich hatte ein bisschen Angst. Oh, du kommst gerade hoch. Hallo, worum geht es denn? Auftrag. Einmal bestimmt angerufen. Ach nee, wunderbar. Ich kann gar nicht genug dafür danken, dass du mir geholfen hast. Eine gute Tat wird dieses Jahr gelungen werden. Ja, ich bin dir dankbar. Ja, ich weiß gar nicht, wie das geschieht. So. Lohnsam. Aber vielleicht kann ich doch dann nee, ich wollte dir noch schnell ein Päckchen schenken. Das liebe ich, ich möchte ihn wecken, aber es ist nicht gut für dich. Und damit sollten wir jetzt ein bisschen Eindruck bei ihr gemacht haben, würde ich sagen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Dann schauen wir mal kurz in der blauen Bar vorbei, weil da könnten wir auch mal schauen, ob es ein Event mit Molly gibt. Da haben wir, glaube ich, einmal was geschenkt. Noch ein ausgeglichenes Rennen. Schon. Mindestens 46 Leben. Warum dann super? Keine Chance. Nee, ich bin super. Gut, dann schauen wir noch über zum anderen, zum Matthew. So, freu dich. Wie du das wirklich gefunden hast, was ich wollte. Und danke, vielmals wirklich, dass du in deine Blumen kommst. Schau mal, wie viel Herzen er hat, wenn er 6 hat. Vielen Dank. Und ich kann dir jetzt wirklich wieder verzeihen. Schön dich zu sehen. Okay, ich schenke dir noch eine Kräutersuppe. Die ist jetzt nicht so schwer herzustellen. Und kann mit Leidenschaft fallen. Ach, selbstverständlich. Danke. Jetzt? Okay, nur 3. Aber vielleicht heute Morgen dann 4, weil manchmal ist es sonst über Nacht, dass sie sich so denken, oh, das Geschenk war schon geil. Okay, dadurch haben wir jetzt mal alle Aufträge wieder abgegeben und morgen gibt es wieder Aufträge. Schauen wir mal, ob unsere Züge noch was zu Bessie brauchen. Mein schwangeres Schaf, womit ich echt null gerechnet habe, dass mein Schaf einfach schwanger ist. So, und da haben wir unser Bundeskind eingegeben. Jetzt mit Bundeskind. Ganz viele Melonensamen. Müssen wir uns dann überlegen, vielleicht auf der reinen Bohnen, dann machen wir die Wassermelonen wegfallen, weil sie auch dazu so ein bisschen zu machen. Ja, da war ich, bin jetzt gut. Meine Sachen werden verarbeitet, aber ich kann mal ein bisschen mit unserem Hund springen. Spring! Spring schön! Aber ich habe noch voll viel Ausdauer, eigentlich sollte ich nicht mit dem Hund spielen, sondern ich sollte ein bisschen das da absichern, glaube ich, zu viel sind. Bisschen hier Futter mitnehmen.
Ding zu fassen haben. Okay. Sieht es eigentlich aus mit unserer Freundschaft mit Tierfallen, die ich ja immer so mit dem Fisch schicke? Geht nach dem Buch. Meine Sättigung ist ziemlich scheiße. Was haben wir da für Milch verschimmelt? Was ist das normale Milch? Wie die heben wir mal auf, falls ein Auftrag mal mit Milch kommt? Weiß ich nicht, heben wir einfach mal auf. Weißt du, was man kommt? Weil dann müssen wir nicht die Milch hergeben, sondern können dann schon die Milch hergeben. Das ist viel Geld. So, was sagt der Wettbewerb? Der soll gemeldet werden, stimmt ja. Was sagt der andere? Sagt der Schnee? Nee, der sagt, der schaut mal wieder immer seine Augen aufmachen. Und hier, der 6-Stunden-Wetterbericht. Ein gefährlicher Taifun nähert sich uns. Seien Sie vorsichtig, falls Sie aus dem Haus müssen. Warum erzählt der so einen Schwachsinn? Der sagt halt einfach nur gute Neuigkeiten, wenn wir schon bald werden zu den Regenschirmen getrost zu Hause lassen können. Warum erzählt der eine so einen Schwachsinn und der andere erzählt das? Ich verstehe das nicht. Wir können uns mal wieder im Spiegel ansehen. Ach hey, meine Augen sind unterlaufen geworden. Okay, was will ich für eine gute Mütze von Schlaf? Okay, dann würde ich mal sagen, wir schauen nochmal ganz kurz in die Zukunft. Was wir bereits jetzt erreicht haben mit Corona. Ja, einige kennen wir schon. Minispiele, okay. Also eins gibt es ja noch gegen seinen Bruder, das weiß ich. Dann gibt es noch das eine da. Gibt es noch was? Okay, eins weiß ich nicht, was das ist. Okay, hier gibt es nichts Neues. Schaltplatten, machen wir nichts Neues. Ach, wir haben eine Runde, auch eins auf der 2. Sind auch noch nicht so weitergekommen. Fische haben wir bisher nur 2 Stück gefangen. Rezepte haben wir noch nicht gekocht. Tiere, ich hoffe mal schon, ob ich mal mein Schaf, mein männliches erwachsen würde. Frühling, Sommer 2, also wirklich am nächsten Tag war das schwanger. Ich bin begeistert. Also wie viele Tage braucht es, um erwachsen zu werden? Sommer 2 angeschafft. Dann 9, 10, 11, also 1, 2, 4 Tage, um erwachsen zu werden. Ist der recht? 3 Tage. Dann Anbaupflanzen, die ich jetzt auch pflanzen muss. Hier haben wir ganz viele raus, also 16. Gut, dann drücken wir mal auf Sekunden. Das ist nicht so. Achso, weil wir kein Bilder schießen. Genau. Okay, das ist nur der Anfang. Okay, dann drücke ich mal auf Speichern. Ja, und dann sehen wir uns das mal wieder, wenn es weitergeht mit der zweiten Sommerhälfte. Ach nein, wir haben noch eine Minute. Ups. Können wir unsere Eingaben und Ausnahmen. Also Lohn ist praktisch was reinkommt, dass ich den ersten Tag bezeichnen würde. Ja, plus 29, hört sich doch toll an. Nebenprodukte. Also Milch B hat weniger gebracht als Milch A. Wolle 6000, also 2 Stück. Hochwertige Wolle 4500. Ei 1400. Pflanzen. Ja. Also Wassermelonen kriegen auf jeden Fall mehr als Erdbeeren. Ich glaube, Wassermelonen war eh zu Tag, weißt du? Pfirsiche bringen am meisten. Aber nichts verschickt. Was haben wir für ein Wunder? 11 von 88. Halt den Großtier, ist wahrscheinlich noch weitere Tiere sammeln. Tier wird geboren, okay. Okay, dann machen wir jetzt aber einen Cut. Ich mache mal speichern. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, sorry, es ist einfach nur für live.